So, Setzschalen, Untersetzli, Samen, Erde, Anzuchterde. Und was fangen wir an? Radieschen auf jeden Fall. Tomaten, die werden drinnen vorgezogen. Verschiedenste. Paprika. Aubergine, Chili-Mischung. Nochmal Tomate. Und dann haben wir noch Erbsen, die ich eigentlich schon ausgesetzt habe. So. Tomaten, Zucchini, Aubergine. Nochmal Tomaten und Gurken, Chili. Und die Radieschen kommen noch ins Gewächshaus jetzt. Elefantenknoblauch, auch gerade gepflanzt. Das ist krasses T-Shirt-Wetter schon. Und zum Bergen ist noch ein bisschen Schnee da hinten. Aber sonst eigentlich recht viel Frühling. Hier jetzt noch Knoblauch letztes Jahr gesetzt. Die kommen ziemlich gut. Und die Feige hat zumindest den Winter überlebt und treibt hier schon aus zumindest. Die Teepflanzen haben an der Wand den Winter auch überlebt. Eigentlich ganz okay. Und das sieht schon besser. 3 Jahre jetzt schon. Sieht nicht so blendend aus, aber da unten gibt es noch, keine Ahnung, was das jetzt ist, aber da hat Sonja noch Kokose gesät, und zwar Safran. So, das Gewächshaus mit den verdorrten Zitronen, beziehungsweise Kumquat. Die sehen nicht so brillant aus. Schon jede Menge Fliegen wieder. Und die zweite Feige im Topf. Ja, dann hat es hier noch diverse Knoblauche eben. Die kommen gut. Und da hinten Asiasalat, den ernte ich jetzt ab. Dann kommt ein bisschen Erde dazwischen und Radieschen. So, habe ich da Radieschen ausgesät, und zwar einfach ausgeworfen. Und die werden jetzt ein bisschen eingearbeitet. Die Samen alle kurz unter der Erde sind, aber eigentlich ziemlich chaotisch. Ich werde einfach periodisch jetzt verschiedene Sachen sehen dann und mir das schenken mit dem Saat rein, zumindest auf dieser Sektion. So. Chaotic Times demand chaotic gardening. Nachdem man nie weiß, was jetzt eigentlich wächst und kommt, und wenn man die Unkräuter so langsam kennt und die dann rausreißt, da ist noch eine Radieschensame, dann kann man eigentlich überall dort, wo Lücken entstehen, Radieschen sehen, ne? Oder irgendwelche anderen Pflanzen. Da ist noch, schauen einfach, dass alle Samen da, wie hier, ein bisschen zugedeckt sind, ne? Brunnen plätschert auch schon. Habe ihn im Winter ein bisschen zugedreht gehabt, weil es doch recht kalt war. Und jetzt gehen wir noch die Radieschen angießen. Ne? Das ist der Asiasalat. Und jetzt holen wir noch ein bisschen von dem Vogelsalat. Ne? Hier. Nämlich jetzt langsam ziemlich lecker. Da ist noch die Helferkatze.